So, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Ich bin jetzt gerade schon am Treffpunkt da. Wir spielen heute gegen Adler Berlin. Ihr seht schon, heute kommen wieder die Lay-Highlights. Es geht jetzt langsam los. Unser erstes Testspiel. Bezirksligist, also ein guter Gegner. Naja, auf jeden Fall viel Spaß mit den Highlights. Lasst kein Like da. Ihr seht schon, der erste Affe. Lasst ein Abo da und viel Spaß. Ich habe, by the way, bis 7 Uhr gestreamt und es ist jetzt 12 Uhr. Das heißt, ich habe 5 Stunden maximal geschlafen. Keine Ahnung. Hast du meinen Schuh dabei? Mhm. Yes. Julius hat Infos über den Gegner. Hau mal raus. Ich hab keine Infos. Doch. Mann, wir spielen Bezirksliga, sind gerade aufgestiegen, frisch aus der Kreisliga A. Werden schon nicht so schlecht sein. Ohne Punktverlust, meinst du? Ich glaube, ohne Punktverlust, ja. Das hat Andi gesagt. Alter. Andi, wo sind wir denn hier wieder seit langer Zeit? Auf dem Fußballplatz. Wobei, seit langer Zeit ist ja so eine Sache. Ich habe ja keine Sommerpause gemacht durch die ganzen Probetrainings. Aber heute mal wieder in Berlin unser erstes Testspiel. Da ist Sydney. Sydney sieht ausgeschlafen aus. Er meinte, 5 Stunden hat er geschlafen. KDB hat da gestern durchgezogen. Eine andere Kadi. Achso. Auf jeden Fall hat er da mit so einem Beachhandtuch hat er rumgekuschelt und so. War anscheinend ein geiles Event. Heute spielen wir bei Adler. Die sind aufgestiegen letzte Saison in die Bezirksliga als Tabellenführer, also als Erster. Die sind recht gut. Ich hoffe mal, dass es ein Spiel auf Augenhöhe wird, dass wir ein gutes Spiel sehen. Kader, 35 Leute. Was haben wir heute? Ich glaube, 15 sind da. Ich habe aus unserer neuen zweiten Mannschaft habe ich 4 Leute eingeladen. Mal gucken, die werden zweite Halbzeit auch ein bisschen spielen. Dann gucken wir mal, wie es läuft. Also wir sind motiviert, haben Bock. Morgen nächstes Spiel. Ach hier, Kunstrasen. Teppich. Ja, Teppich. Ich finde Teppich ganz gut. Also läuft der Ball doch super drauf. Schauen wir mal. Morgen! Morgen, Coach. Wie geht's dir? Gut, dir? Gut. Ja. Ja, mein Knie ist tot. Ich brauche später auf jeden Fall. Sehen wir uns Dienstag? Ja. Dienstag, Donnerstag ist fest eingebucht jetzt. 18.10 Uhr. Will mich wieder fit kriegen, damit ich für die Freizeit, die zweite, die erste und für Andi privat spiele. Die erste? Du bist ein Löwe. Ja, ich habe ja vorhin gesagt, heute, ne, 35 Mann-Kader und schon 24. Also habe ich 4 Jungs eingeladen. Hier sind die ersten beiden. Sebastian, Nadim, 2 Neuzugänge für die zweite. Die habe ich vorhin spontan gefragt. Sebastian, du hast noch geschlafen, als ihr nachgekommen habt? Ja, ich habe geschlafen. Habe ich mir gedacht, dass du noch geschlafen hast. Wir haben aber beide spontan zugesagt. Innenverteidiger, Nadim, zentraler Allzweckwaffe. Ja. Bei Sebastian muss man sagen, ich war am Donnerstag beim Training. Da haben die 6 in 10 gemacht, also 6 Runden in 10 Minuten. Er hat sich dann irgendwann gedacht, das ist mir zu langsam und ist einfach losgerannt. Er hat dann einfach mal 9 Minuten gebraucht für die 6 Runden. Und ich würde sagen, er war noch nicht am Limit und das war schon krass. Also so schnell habe ich in den 20 Jahren Training noch keinen gehabt. Also zweite Halbzeit, kommt da rein irgendwann. Wird schon, ihr könnt es. Ich habe euch ja gesehen am Donnerstag, sieht gut aus. Hier haben wir die nächsten beiden. Daniel, Andi, auch 2 Neuzugänge für die zweite. Andi, Innenverteidiger. Ja. Innenverteidiger, Daniel. Alles eigentlich. Wie Nadim, ein bisschen Allzweckwaffe, aber ihn würde ich vielleicht auch eher über die Außen bringen. Mal gucken. Aber im Training Donnerstag habe ich das auch gesehen, war alles gut. 2 gute Jungs werden heute auch irgendwann reinkommen und mal ein paar Minuten hier bei uns mitspielen. Ich habe ein bisschen rüber geflunkert, sah gut aus drüben. Ja. Da war jetzt keiner, dem der Ball versprungen ist bei den hohen Bällen und so, ne? Du musst ein bisschen was machen. Das heißt bei uns. Ist ein bisschen was anderes als hier gegen Trimax, ne? Ich hoffe, ihr seid motiviert heute. Wirklich, der Gegner. Ich weiß, wir werden jede Woche, wenn wir spielen, werden wir das Problem haben, dass jeder Delay da in Bein stellen will. Jeder ist gegen uns immer 150.000% motiviert. Erstes Testspiel, erstes richtiges Testspiel. Aufstellung, Freddy im Tor. Ali hat gesagt, er pustet Blut. Nada fehlt auch in Verteidigung. Also in Verteidigung machen wir neu. Da fangen wir an mit Dennis und Nico. Nico wird gucken. Er hat sich jetzt gerade geäußert, dass er Achillessehnenbeschwerden hat. Paul, du hältst dich warm. Du würdest dann als erstes gleich reinkommen. Außenverteidiger fangen an, Alex und Paul. Doppel-6 haben wir Patrick und Julius. Patrick, ein bisschen gucken, dass du offensiver spielst. Wo bist du? Da, ein bisschen offensiver spielen. Julius ein bisschen defensiver, den Laden schön dicht halten. Über außen Abdul rechts, Bilo links, Sid in der Zentrale und vorne fängt Dorian. Redet miteinander, unterstützt euch, macht die Räume eng. Der Platz ist nicht so breit, der ist nicht so groß, der Platz. Also wir halten es kompakt in der Defensive und ziehen es auseinander in der Offensive. Und ansonsten Spaß haben. Erstes Testspiel heute, Spaß haben. Morgen nächstes Testspiel, wieder Spaß haben. Und das ist ein Gegner, gut, die spielen jetzt 2 Klassen über uns, aber in die Richtung wollen wir langsam hinkommen, dass wir auch dauerhaft so spielen. Lasst uns rausgehen. Komm, Freddy, komm. Kapitän heute? Nee, Kapitän.
Da fehlt das Tee. Ja, die Jungs immer zu motivieren. Hier, guck ihn dir an. Ja, mit Schlappen. Ja, der Gesichtsausdruck und so. Der, weil stell dir vor, ich müsste ihn einwechseln. Wo hat er sein Trikot eigentlich? Ja, siehst du. Ah. Was hat er vergessen? Das Trikot hat er vergessen. Es ist öfters, wie muss ich sagen. Das ist, was soll ich? Und so läuft es hier nur. Was? Kommt da runter! Gut, das war jetzt nicht gut herausgespielt. Bilos Freistoß wurde ein bisschen geblockt. Abdul zack, schnell, gedankenschnell hinterher, eingeschoben. Ja, stark gespielt, Jungs, war gut! Aber selbst wenn sie durchgekommen wären, es wäre keiner in der Mitte gewesen für den Querpass. Ja, weil alle haben sich von außen, an, außen orientiert. Ja, wollen wieder in die Ordnung wollten. Ja, Patrick, bleiben, muss bleiben. Boah, ich weiß nicht, ob das weiß ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob es weiß ich nicht. Ja, ist die Sehne durch. Kopf hoch! Flach! Stark, war gut, war gut. War das Beste, was er machen konnte. Starker Ball! Jetzt rein! Kopf hoch! Schuss! Scheiße! Gut, Bilo! Das war halt auch ein scheiß Schuss. Schade, okay, Julius, okay. War ein Versuch, ist okay, Julius, weiter! Ja, gut! Patrick Zentrum! Alleine Patrick Zentrum! Gut gemacht! Gut gemacht! Geh, geh, geh! Jawohl! Wechsel, geht nicht! Lauf, lauf! Schieß, schieß! Ja, es reden aber auch zu viel auf ihn ein. Jeder will den Ball. Julius, Julius, hinter dir, Paul! Paul hinter dir! Alex, Mann kommt! Zwei Mann! Den sollte ja auch eigentlich Paul oder Julius nehmen, ne? Den 85er. Ah, jetzt also muss Alex hier alle Lücken stopfen. Okay, okay. Wir bringen Sidney nicht ins Spiel. Nee. Die der wird, spielen, das wird er nachher auch sagen. Die spielen keine Bälle über ihn. Timur halt ihm den Arsch freigehalten hat und Julius dadurch auch nach vorne mehr. Guck mal, die stehen beide nebeneinander auf einer Höhe. Ja, ja. Komm, Abdul. Aber versetzt stehen. Der 66er? Ja, ja. Guter Ball, ist okay! Gut, Dennis! Komm, Bilo! Mach ihn! Fuck! Schön gespielt! Auch mal mit der Pike, Abdul! Das sage ich ihm schon seit Jahren. Das muss ja nicht schön aussehen in dem Moment. Paul! Paul im Rücken! Robert! Oh, Freddy! Gut, Freddy! Boah. Aber angesagt, ne? Der war zweimal. Jungs, unnötige Hektik gerade. Gut, Patrick. Der Abstand zwischen Dennis und Paul ist doch viel zu groß. Klar, wenn die den Ball bekommen, können wir da gar nichts mehr machen. Was hat er gefragt? Dennis, Paul, Dicker, eure Abstände sind zu groß. Paul, Dennis hat zwei. Was ist da los? Ist es jetzt von den Spielanteilen her relativ ausgeglichen? Wir haben vielleicht ein bisschen mehr den Ball als die. Also man merkt richtig, dass wir Fußballer sind. Oh, stark, stark, Bilo! Bei Bilo! Yassid! Ja! Oh. Und worüber haben wir vorhin gesprochen? Ich habe Ihnen das auch auf dem Platz. Ich meinte, es sind nicht schießt doch mal von der Mittellinie wie gegen Hertha 06. Gut, Bilo. Oh, schade. Der war gut, der war gut! Weiter so!
Lass ihn stehen, Paul! 37 gespielt. Komm, Dori, mach ihn! Stark gespielt, Jörg! Sehr gut! Bitte mal! Alex, zu weit vorne! Guter Schuss! Weiter, komm, weiter, war gut, Patrick! Wir sind zu zweit, Jungs. Gutes Ergebnis. Wir machen ein richtig gutes Spiel gegen den Bezirksligisten. Sie hätten ein Tor kassieren können, aber auch noch drei schießen können, glaube ich. Also, die sind schon die bessere Mannschaft. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es doch... Eine gute Intensität. Genau. Intensität. Ja. Man darf halt nicht vergessen, dass wir in der Formation und so nicht eingespielt sind. Und das siehst du halt, dass manch einer auf einer Position spielt, wo es nicht so gewohnt ist. Ja, Patrick jetzt auf der Doppelsechs mit Julius klappt noch nicht so gut. Da haben wir auf jeden Fall noch Potenzial. Tschüss, erste Testspiel. Morgen ist auch noch mal wieder ein Spiel. Deshalb werden wir wechseln. Okay, Jungs, erste Halbzeit, 2-0. Hätte jetzt auch schon 4 oder 5-0 stehen können. War gut. Die einzige Chance, die sie hatten, war halt, ich glaube, du hast einen, ja, wolltest Julius in Szene setzen. Spiel sieht gut aus, sie macht einen guten Einsatz. Hinten stehen wir recht kompakt. Die sind manchmal ein bisschen zu offen. Unser Spiel fängt immer dann an, nicht gut auszusehen, wenn ihr die Ordnung verliert. Wenn wir die Ordnung verlieren, wenn unsere Innenverteidiger zu weit auseinanderziehen, wenn unsere Außenverteidiger beide mit nach vorne gehen und dann nicht schnell genug wieder hinten sind, wenn die Sechser nebeneinander stehen und nicht verschoben stehen, fängt es an, irgendwie ein bisschen schwerer auszusehen. Das war gut. Ihr habt ja auch ein paar Spielzüge dabei. Ihr habt euch gut durchgesetzt. Standen wir vor dem Torwart. Julius einfach einen Strahl abgelassen aus 8 Metern. Das war Digga. Ich habe ihn dabei so in meinen eigenen Knöchel getreten. Das war krass. Aber auch hier Patrick, auch aus 18 Metern einfach mal ein Feuer gemacht. Auch einen Strahl gewesen. Also, wenn wir da ein bisschen konsequenter sind und ihr die Bälle ordentlich trifft, dann klingelt es auch. Aber es ist mal ein Gegner, der auch physisch ein bisschen mehr rangeht, der euch nicht so viel Platz lässt und so. Das macht gleich mehr Spaß als irgendwie immer 10, 15 und alle stehen nur hinten drinne. Wenn die probieren mitzuspielen und wenn die probieren nach vorne zu spielen, dann habt ihr es auch sehr gut gemacht, habt ihr schön schnell umgeschaltet. Eine Sache noch, Jungs, glaubt mir, Verteidigungsreihe, also alle 4, wir müssen nicht jeden Mal nach vorne spielen. Ja. Spielt wirklich so lange hin und her, bis die Lücke da ist. Also, wir müssen nicht. Mit ihm. Da pennen wir, Männer, da pennen wir. Weiter. Oh! Nein! Guter Ball, Patrick! Sehr gut! Alter, Sydney, ey. Mitmachen rein da in der Mitte! Weiter! Komm, Paul! Hilft ihm halt kein. Es hat ihm aber auch keiner richtig geholfen. Es war keiner da, der. Das macht Sydney wieder, ey. Mann. Das sieht so leichtfertig auch aus. Auch die Pässe, ey. Also gut, was er gemacht hat, ne? Stark verteidigt, hat er aber gut verteidigt, noch der Kleine. Ja. Bei Bilo hat ihn ja erst verarscht, ne? Ja. Sehr gut, Patrick! Endlich mal so ein Schuss. Dann warten wir immer mal 3 Wechsel. Oh, das war, komm! Sag mal, wechseln. Schiri, wir wollen ja wechseln. Dennis, Julius, Abdul.
gemacht. Gut, Chef. Gut, Chef. Doch kurz und knapp, einfach ein geiles Tor. Guter Stecker, Timo mit dem schönen Lupfer, geiles Tor. Hat es so gemacht, wie er es machen soll, schön rübergelupft, hat er gut gemacht. 3-0, verdient. Man merkt aber, dass wir jetzt zweite Halbzeit durch die ganzen Wechsel, ist natürlich ein bisschen die Ordnung verloren gegangen. Ne? Wir haben ja auch vier Leute jetzt hier aus der zweiten dabei, also von daher merkst du schon, aber ist ordentlich. Gut, Paul. Es war aber zu erwarten, dass genau das wir, wir dachten eigentlich, dass Jeff schieft, aber Paul hat er die freie Lücke gesehen, schön ins lange Eck, hat er gut gemacht. Warte, hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Geil, es war ein geiles Tor. Oh, gut, Freddy! Komm mal, Timo! Stecker! Stecker! Ja! Gut! Ich ziehe ihn nicht! Gut gespielt, Daniel! Sehr gut, Jungs! Ah, jetzt kommt der in Fahrt. Jetzt kommt der in Fahrt, aber. Ja, für die Aktion ist er der beste Sturmstürmer. Wie einfach er das gemacht hat. Ne? Außer, da hole ich mal so einen aus der zweiten hoch und der hat dir in 5 Minuten einfach mehr geleistet als du in 85. Ehrlich, ey. Ja, was? Heute nicht zu sehen. Warum hat der Trainer nicht ausgewechselt? Warum hat der Trainer nicht ausgewechselt? Bleib dran hier vorne, bleib dran, Marvin, bleib dran! Sehr gut! Gut gemacht, gut, Paul, ist okay! Das war eines unserer besten Spiele für mich. Ja, schönen guten Tag. War eine schöne Veranstaltung heute hier gewesen mit D-Life Sport. Schönes Spiel, leider dann im Endeffekt unglücklich verloren am Ende. Ich glaube, es waren 6 Kirschen, die wir uns gefangen haben. Aber es ist natürlich ein Testspiel. Man will viel rotieren, man will sich viel angucken. Viele Spieler, viele neue Spieler. Ich denke, im Endeffekt steht das Ergebnis halt quasi an zweiter Stelle. Wichtig ist, dass hier heute jeder einen schönen Samstag gehabt hat, dass alle Spaß hatten, dass die Zuschauer hier ein schönes Spiel gesehen haben. Ich denke, es war in Ordnung, was die Jungs auf den Platz gelassen haben. Und wenn man jetzt noch ein schönes Bier trinkt, denke ich, war das alles in allem ein schöner Sonnabend hier. Das Spiel heute war gut. Also gibt jetzt wenig zu meckern. Am Ende 6-0, Halbzeit 2-0. Zur Halbzeit hätten wir ein bisschen höher führen können, haben das aber gut gemacht. Man wusste nicht genau, wie gut ist der Gegner. Die sind ja aufgestiegen in die Bezirksliga. Natürlich motivationsmäßig gut drauf gewesen. Aber ich finde, wir haben es sehr gut gemacht, habe ich auch den Jungs ja in der Halbzeit gesagt. So leichte, kleine Fehler, Abstimmungsfehler. Aber wir waren auch heute auf vielen Positionen anders besetzt, als jetzt vielleicht die Stammformation wäre. Zweite Halbzeit haben wir dann sehr viel gewechselt. Ich glaube, insgesamt 8 Spieler eingewechselt. Die 4 aus der zweiten haben auch gespielt. Gerade die in der Defensive, die beiden, Andi und Sebastian, haben hinten in der Innenverteidigung ein sehr gutes Spiel gemacht. Aber Nadim und Daniel auch. Und Daniel noch ein Tor vorbereitet. Also die haben sich auch dann nahtlos eingepasst. In der zweiten Halbzeit, der Gegner hat auch gewechselt. Wurde es ein bisschen nicht mehr ganz so flüssig von beiden Mannschaften. Aber hinten raus haben wir dann auch die Tore geschossen. Insgesamt gutes Spiel. Wie fandet ihr das Spiel? Sind auch bei, darfst du ruhig raufzeigen mal, schwenk mal rüber, sind auch bei fast jedem Spiel dabei, waren auch bei der Freizeitliga schon zuschauen und supporten. Wenn die beiden sagen, das Spiel war sehr gut, dann war das Spiel sehr gut. Spiel ist vorbei, war ein sehr cooles Spiel von uns. Wir haben gut gestanden, ich habe defensiv ein bisschen mehr Laufwege gemacht. Vorne habe ich nicht so viele Bälle bekommen, aber passt schon. Hat Spaß gemacht, das Spiel auf jeden Fall. Morgen haben wir noch ein Spiel. Ich denke mal, alle sind zufrieden. Wir haben 6-0 gegen Bezirksligisten gewonnen. Die sind auch aufgestiegen, also eine gute Truppe. Ja, guter Test. Wir hatten viele neue dabei, wir hatten noch ein paar aus der zweiten Mannschaft dabei. Alle haben ein gutes Spiel gemacht. So, weil viele auch letztes Mal gefragt haben, was für Schuhe ich habe. Ich weiß nicht,
nicht, was für ein Modell es ist. Keine Ahnung, die habe ich immer bei jemandem gesehen. So ein Frauenschuh auf jeden Fall, aber ich fand die voll cool. Ich weiß nicht, wie die heißen, keine Ahnung. Also war ein cooler Test, war auch cooler Gegner. Also die konnten was an der Pille. Macht auch mehr Bock, als wenn wir gegen Gegner spielen, die nicht dagegen halten oder so. Wir mussten in Zweikämpfe ordentlich rein und so. Und wir haben es gut gemacht, von hinten bis vorne. Ich muss ein bisschen mit Ellie kuscheln, wir gehen schlafen. Und wir sehen uns morgen im nächsten Video. Edi ist ja nicht da. Lasst hier gerne ein Follow da. Wir haben jetzt die 750.000 geknackt. Dieses Jahr die 800.000 wären crazy. Maybe schaffen wir das. Lasst gerne alle ein Follow da. Und lasst ein Like da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Wenn es wieder heißt, du willst mich mitnehmen. Komm vorbei, wenn du mich brauchst. Ich bin jetzt 18. Nein, ich schmeiß mir und dich raus. Ich bin dein Wingman. Check mit Kasein auf und was bist du drehen. Mit dem Wiggen kann ich mich einbauen. Oh mein Gott. Yeah.